Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal sprechen wir über eine Sache, die heißt Induktivität. Ihr habt das letzte Mal schon den Namen erwähnt, der Induktivität oder den Namen der Einheit, der Henry. Ja? Nun, was ist jetzt diese Induktivität, was ist das? Ja? Schauen wir uns einmal eine Spule an. Ja, ihr habt eine Spule aufgezeichnet und sagen wir, diese Spule, die hat N Windungen, okay? Wir haben eine Spule, N Windungen. Okay? Da rinnt der Strom durch, sagen wir da unten, ist immer wieder der gleiche Strom, die habe ich jetzt so aufgeschnitten, das ist praktisch sowas, ja? Eine Spule, aufgeschnitten, und deswegen sehen wir da, der Bug. Da rinnt der Strom hinein, überall der gleiche Strom rinnt da hinein. Ja. Und da oben kommt er wieder raus, ja, und da rinnt er so im Kreis. Ja, schön. Da mache ich nur die Punkte rein. Das ist der Pfeil, der auf uns zukommt. Ja. Und das unten ist der Pfeil von hinten, quasi. So, also das ist der Strom I. Ja, da rinnt der Strom I drinnen herum. Ja. Und jetzt kommt was, das habe ich, wie ich das gelernt habe, nie verstanden. Ja. Dass man sagt, okay, jetzt wenn du im Durchflutungssatz an, die Spule hat die Länge L und die Fläche A da drinnen, der freie Dings. Ich meine, wie groß ist der Strom, der da durchrennt? Ja, ich wende den Durchflutungssatz auf, sagen wir mal, diesen Bereich hier an. Ja. So. Was ist der Strom, der durchrennt? Was ist die Durchflutung? Ja. Was ist jetzt mein Theta? Ist N mal I. Ich meine, das ist einmal klar. Ja. Und das ist natürlich H mal der Länge der Feldlinie. Okay? Und dann ist eigentlich immer ganz cool hingeschrieben worden L, ja, Spulenlänge. Und ich dachte mir immer, erst, wieso setzt man die Spulenlänge ein? Wieso setzt man da die Spulenlänge ein? Es geht ja da unten zurück erst. Das gibt's doch nicht. Ja? Aber es ist eigentlich so. Ja? Also pass auf, ich zeichne das jetzt da auf. Wir haben da, sagen wir, ich schaue jetzt nur so einen Teppich an Stromleitungen an. Ja? Und ich schaue mir jetzt diese eine Stromleitung an, bei diesem Punkt. Was erzeugt die hier für ein magnetisches Feld? Ja? Das magnetische Feld, wenn ich sage, okay, der Strom... Jetzt schon langsam verliere ich wieder den Überblick mit meiner Form. Der rinnt hier unten rein. Ich schaue mir also die untere Ebene an. Okay? Schauen wir die untere Ebene da an. Also stellen wir jetzt vor, das ist sogar eine Ebene. Die rinnen alle nebeneinander. Das heißt, mein B in diesem Punkt geht praktisch in diese Richtung. Okay? Dann schauen wir mein B an, was von diesem, ich nehme jetzt einfach drei daneben. Der da. Wie schaut das B aus von dem? Das B von dem schaut so aus. Ja, kleiner, weil er weiter weg ist. Und da 90 Grad, weil er da praktisch das A an Gras geht. Zu jedem Element, was rechts, gibt es ein Element, was links ist. Ja. Zack. Von dem schaut es nämlich so aus. Ja, wieder 90 Grad, wieder kleiner. Und wenn das der gleiche Strom durch ist und die gleich weit entfernt sind, dann heben sich diese Komponenten hier auf. Ja. Das heißt, das ist nichts anderes wie ein Überlagerungssatz. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt eine unendlich ausgedehnte Sache hätte, ja, dann würde das entstehende Magnetfeld da einfach in die Richtung gehen und unten in die Richtung. Aber da gibt es kein Feld in die andere Richtung. Okay? Und wenn ich jetzt das Ganze mir umgekehrt vorstelle mit Punktel, na, dann geht es halt unten in die Richtung und oben in die Richtung. Und wenn ich das jetzt umlege, dann macht diese Sache hier macht ein Feld in diese Richtung. Ja?
diese Sache hier macht unterhalb ein Feld in diese Richtung. Das heißt, das Feld von den unteren Strömungen und von den oberen Strömungen geht beides in diese Richtung und außerhalb macht das ein Feld in diese Richtung rüber und das andere macht ein Feld in diese Richtung und die heben sich näherungsweise auf. Ja? Und je länger die Spule wird und je dünner die Spule wird, desto besser funktioniert dieses Aufheben. Ja? Am Rand haben wir halt andere Bereiche. Also es ist tatsächlich so, dass außen sehr, sehr wenig Feld ist, idealerweise gar nichts, ja? Aber realerweise sehr, sehr wenig außerhalb der Spule und sich das Feld tatsächlich in der Spule konzentriert und deswegen setzt man da einfach das L von der Spule ein, weil das Feld ja eh nur da ist und außerhalb sagt man, okay, in erster Näherung ist es halt so, dass sich das weg ist. Ja? Das Streufeld, ich vernachlässige das Streufeld, was halt daher kommt, dass die Spule eben nicht unendlich lang ist. Ja? Also daher kommt es, dass ich das so ganz cool einsetzen kann. Ja? Und jetzt machen wir ein paar, ja, Schmähs möchte ich nicht sagen, aber jetzt machen wir einfach ein paar mathematische Anwendungen, ja? Indem wir einfach, und die Gleichung haben wir jetzt. Ja? N mal I Durchflutung ist H mal L. Ja? N mal I wäre praktisch die magnetische Spannung, die ist da und das ist L. Gut. Ja? Und jetzt multipliziere ich das Ganze mit μ. Ja, warum? Warum nicht? Wenn ich rechts mit μ multipliziere, muss ich links ebenfalls mit μ multiplizieren. Das heißt, da drüben haben wir stehen, μ mal n mal i ist gleich μ mal h mal l. Okay, jetzt habe ich das Ganze einfach mit μ erweitert. Ja, und jetzt erweitere ich auch noch mit der Fläche A. Warum nicht? Was links und rechts? Ich mache auf der linken Seite der Gleichung und auf der rechten Seite das Gleiche. Deswegen darf ich das ja. Ja? Also μ mal n mal i mal a. Ja? Und jetzt mache ich das darüber auch. μ mal h mal l mal a. Ja? Und μ mal h, was ist was? Ist was? Was ist was? Was ist was? Was ist was? μ mal h ist natürlich b. Das heißt, das ist b mal l mal a. Okay? B mal l mal a. So, jetzt bringe ich das L auf die andere Seite, jetzt erweite ich mal nicht, jetzt bringe ich das L auf die andere Seite, dann steht da rüben μ mal n mal i mal a durch L ist b mal a. Die Flussdichte, die da drinnen herrscht, mal der Fläche. Und das ist natürlich der Fluss Phi. Ja? Magnetischer Fluss im Inneren der Spule. Ja? Aber das ist mein Phi-Fluss. Okay? Und jetzt machen wir eine Definition. Ja? Jetzt machen wir eine Definition. Jetzt sagen wir, es gibt nicht nur den Fluss, sondern es gibt auch den sogenannten Verkettungsfluss. Das ist Phi V. Und das ist der Fluss Phi. Mal N. Ja, mal der Anzahl der Windungen. Sogenannte Verkettungsfluss. Der wird später noch wichtig. Wir werden sehen, der Verkettungsfluss. Okay. Wenn ich den Verkettungsfluss jetzt da oben einsetze, ja, also, wenn ich jetzt praktisch statt den Phi V haben will, ja, Phi V, ist Phi mal I, Phi mal N, dann muss ich das, steht da praktisch μ mal N Quadrat mal I mal A durch L. Okay? Und jetzt schreibe ich das nur ein bisschen um. Jetzt sage ich da, das ist N Quadrat. Und ich schreibe μ mal a durch l. Ja. Was fällt nur da i? Mal i. Ja. Das ist n Quadrat. Da zu diesem Ausdruck schreibt man üblicherweise so ein großes Lambda. Ja, mal i. Das ist der Verkettungsfluss. Okay. Es ist jetzt so, dass die sogenannte Induktivität, ja, Induktivität
L. Ja. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Verkettungsfluss und dem Strom, der durchrennt. Das heißt, mein Phi V, der verkettete Fluss, ist gleich L mal I. Okay? Und dieses L, ja, wenn man sich das anschaut, dieses L ist nichts anderes als das da. Ja? Also das ist n Quadrat, schreiben wir alles grün, n Quadrat mal μ mal a durch L. Ja? Wenn das μ linear ist, ist das L auch linear. Ja? Das heißt, für lineare Materialien, wo das μ eher konstant ist, ja, also speziell in der Luft, ja, ist der Zusammenhang zwischen Verkettungsfluss und Strom linear. Wenn wir einen Eisenkern drin haben, dann ist das L halt nicht linear, aber das ist. Dieses Ding heißt Induktivität. Ja? Und die Einheit ist ein Henry. Oder ein H ist die Einheit von der Induktivität. Und so berechnet sich die Induktivität einer Luftspule oder einer Spule im Allgemeinen, wenn man das μ ein bisschen entweder linearisiert bei nicht linearen Medien oder wenn man das μ, wenn es sowieso ein lineares Material ist. Okay? Induktivität. Gemessen in Henry und stellt den Zusammenhang zwischen Strom, der durch die Spule ringt, und dem Verkettungsfluss, der sich in der Spule bildet. Man verknüpft den Strom mit dem magnetischen Feld. Das ist Induktivität. Okay? Also jetzt haben wir gesehen, den Verkettungsfluss, ja, und die Induktivität. Mehr an und für sich gibt es nicht. Vielleicht sollte nur erwähnen, dass das praktisch entspricht. Ja. Das ist eine Voltsekunde pro Ampere. Okay. Das ist ein Henry. Ja. Sehr logisch. Ja. Das ist Ampere, das sind Voltsekunden oder Weber. Ja. Und wenn ich das Voltsekunden pro Ampere mit Ampere multipliziere, bleibt nur Voltsekunden über und das war's. Ja. Induktivität. Unterstreichen wir. Verkettungsfluss unterstreichen wir auch. Und dann greife ich das nicht mehr an, weil dann reden wir über das nächste Video. Im nächsten Video werden wir uns ansehen, welche Energie sich in so einer Spule drinnen befindet. Wir haben ja gesprochen über die Energie im magnetischen Feld. Jetzt haben wir Energiedichte im magnetischen Feld. Jetzt haben wir da eine Spule mit einer Fläche, mit einer Länge. Na, das können wir ja ausrechnen, die Energiedichte. In diesem Feld. Und dann werden wir das sogar erweitern auf den allgemeinen Fall, was ist, wenn ich das Streufeld auch berücksichtige, und da machen wir eine Entdeckung. Keine unglaubliche, aber eine Entdeckung. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.